Alle, ich verteile mal ein paar Punkte. Ich habe genügend. Wir machen mal mehr in Stärke. Ich muss aber noch ganz kurz gucken. Wie. Ja, was brauche ich denn für stärkere Waffen hier überhaupt? Ich habe ja noch keinen Plan von nichts. Stärke. Was ist denn mit denen hier? Konstitution. Stärke und Konstitution. Konstitution. Stärke. Ich wollte erstmal stärker werden. Lernfähigkeit, Fähigkeit. Ich brauche einen Lehrer. Ich brauche für alles einen Lehrer. Scheiße, brauche ich mehr Geschicklichkeiten. Okay, mit dem nächsten Level. Wir brauchen ja nicht so viele, sehe ich gerade. Wir brauchen ein paar Punkte. Welche Quest suchen wir uns jetzt raus? Was ist das? Yardok. Lok. Werkzeug für den Baumeister. Ach, habe ich mir schon gebracht, ne? Wie könnte ich ihn bringen? Jetzt gehen wir mal hin mit Falk. Denk dann, du bist nicht gut genug. Ja, das ist... Ich bin nicht gut genug. Zu gar nichts ist er gut genug. Hier war doch... Stimmt, jetzt habe ich doch Falk. Kann ich doch den einen hier hinten... Wo ist er? Die Sau. Da, hier, Schakal, komm. Komm, komm. Ich greife an. Ich greife an! Wo ist er denn? Hallo? Monsieur Schakal? Außer. Was ist denn der jetzt? Hä? So? Doch. Falk, mach den Rest. Da drüben. Genau. Ja, genau, gib ihm. Zeig ihm. Ja, genau. Box in die Fresse, dick du. Du dumme Sau. Da gehe ich aus dem Weg. Das, da gehe ich aus dem Weg. Boah, schön da oben in der Luft. Ja, von unten. Links ins Gesicht, der blutet aber. So. Schloch. Und dadurch komme ich da oben. Das ist aber auch. Ha! Oh, die Steuerung, ne? Ich komme immer wieder darauf und denke mir so: Nö. Schaffst du, ne? Aber dann... Und die Brücke. Wo geht die Brücke noch hin? Hui! Ist wie langsam nach vorne glitscht. Das finde ich immer so geil. So, Falk. Gardok. Ich habe ja einen Schlaghammer. Rein mit dir! Ach ja? Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Ach, halt die Fresse. Naja, aber leider, wie es aussieht... Piss dich. Oh, aber gut. Das ist schon ein ziemlich guter Hammer. Ja, ich weiß. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schau mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Kalk was? Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Das sagte ich ja bereits. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, ja, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kalkstein. Hochprozentigen Kalkstein, irgendwo natürlich. Hier in der Umgebung wirst Kalkstein. Du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Mhm. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Ich schaue mir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Mach's gut. Ach, da drüben. Dann gehen wir mal schnell hin. Wenn er doch weiß, dass hier eine ist. Und die ist sehr nah. Why? You know what I mean? Why? Der liegt etwas. Mana. Da liegt Mana. Hier muss man reingreifen ins Fenster. Nehmen wir aber hier. Kann ich erst wo? Hier ist nichts. Den Ventilator nehmen. Geil, ich verkaufe jeden Scheiß. Naja, ich werde so richtig rich bitched, das sag ich euch. Ich kaufe jeden Fick und dann gehe ich zu den Lehrern und kaufe mir die Seele aus dem Lai. Kann ich da schon wieder? So, Falk. Hä? Was ist ihm? Da ist er. Magie. Magie.
Tanker Pestgreif. Da sehe ich mich. Oh, macht ja gar keinen Schaden. Oh, der auch jetzt macht er Schaden. Halt. Da drüben. Dankeschön. Könntest du bitte? Dankeschön, ich trinke mal einen Schluck. Ich hab Durst. Macht ja auch durstig, die Sau, die Graue. Ja, Brille, Hauptsache cool, ne? Hauptsache. So, was haben wir hier? Kalkstein, komm. Amazit. Haridium. Schamharidium. Ha. Gott, ey, wieder so billige Nummer von mir. So, was ist das? Eisenerz. Eisenerz. Hochprozentiger Kalkstein. Mensch, das hat ja mir alle Nerven gekostet. Gut, wenn man die Questmarke anhat, ja, wenn nicht. Huch. Falk? Da drüben. Der bleibt erstmal liegen hier. Ping-Pong mit dem, das ist geil. Ich mag Raptoren. Ich mag Raptoren, muss ich fairerweise sagen. Jetzt kann ich für mehr Schaden gehen, indem ich die Waffe hier nehme, ne? Nämlich Geschicklichkeit. War aber gar nichts unnötig eigentlich. Aber Geschicklichkeit ist immer ganz gut. Boah, ich habe auch nur 5. Wir nehmen Fernkampfschaden. Nehmen wir mit. Kann ich schon mal den ausrüsten. Sehr sauber. Sehr, sehr geile Sahne. Schild kann ich auch nehmen. Bitte könnte ich im Kampf schützen. Schütze die. Ja! Ah! Besser zu Schild. Blick nicht. Da! Nee. Nee. Teleporter. Und jetzt gehen wir zu dem Arsch erstmal hin. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Langhaaraffen. Gehen wir jetzt erstmal hier. Gehen wir erstmal hin. Und dann geht er los. So, Energy Drink. Oh, schön. Ich nehme jetzt keine Marke. Red Bull. So, das sieht doch aus wie noch ein Scheiße hier, ne? So, hier hast du einen Kalkstein, du dreckiger. Hier. Mann, Mann. Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Halt die Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Ja, nein, echt? Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Jetzt werden wir bezahlt werden. Alter, kann ich in die Fresse hauen? Wie bitte? Naja... Ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. Es besser ist. Jetzt muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Oh Mann. Das war ja was. Wenn ich jetzt Videocut-Edition wäre, ne? Wenn ich jetzt richtig gut der Cutter wäre, würde ich da Michael Jackson Fußbärt hier. Irgendwas was mit Intrigen? Zeigst du was von deinem Geschick? Warte, ich weiß ja gar nicht, ob ich Geschick lernen will. Schlösser knacken? Bergbau. Ja, würde ich gern. Was ist das? Gut, schlecht. Also, ich würde gern Bergbau. Ja, kann ich? Konstitution. Ah, jetzt fehlt mir noch wieder Konstitution. Oh Gott. Ja, ich muss leveln wie ein Bekloppter. So, ihn hätten wir dann schon mal für den Bau. So, nächste weitere Reise. Konstitution brauchen wir für mehr Lebensenergie, ne? Ding! Bonus plus 5. Hä? Passwert? Ach, durch Gegenstand. Ja, so, der Lock. Ein Felder für eine Truppe.
Galk am Weltenherz, genau, den muss ich ansprechen mit meinem Sohn. So. Wo ist er denn? Hier ist er. Hier, komm. Du bist doch. Komm. Was würdest du sagen, wenn ich dir ein Kommando einer größeren Truppe mit festem Standort anbiete? Ich bin Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflichten. Ja, meine Pflichten. Scheiße, hier liegen, das sieht doch eh keine Sau. Nein. Nicht in diesem Lauf. Du könntest vielen Menschen damit helfen. Das tue ich hier auch. Oh. Das, was ich dir anbiete, ist noch einmal eine Nummer größer, aber wie du willst. Hey, warte mal. Von welcher Truppe sprechen wir? Das ist das Problem. Sie befindet sich gerade im Aufbau. Wir reden hier aber nicht von irgendeiner krummen Sache, oder? Nein, hier geht es eher um das Überleben der Menschheit und den Krieg gegen diese fremden Eindringlinge. Ach, du meinst diese sechste Macht in der Bastion? Ah, ja, ja. Du weißt davon? Na, mal gucken, was er sagt. Dieser alte Mann, der die letzten Tage hier vorbeikam, sprach davon. Ich glaube, Adam war sein Name. Adam. Alles klar. Dann weißt du ja, worum es geht. Das ist also kein dummes Geschwätz, nein? Nö. Nur wenn Männer wie du und ich daran tatkräftig mitarbeiten. Schön die linke und die rechte. Gib ihm. Jetzt anders würdest du in solchen Kommandowechsel nachdenken. Zugegeben, die Worte dieses alten Mannes waren schon sehr überzeugend. Da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist, Nun, ich wäre gerne dabei, aber ich kann hier nicht weg. Das Weltenherz hat oberste Priorität. Dann lass dich doch ablösen. Jetzt muss ich jemanden zur Ablöse suchen. Das ist eine gute Idee. Ich wüsste auch schon von wem. Es gibt da einen Kerl im Fort, der mir noch einen großen Gefallen schuldig ist. Sein Name ist Brambart. Natürlich. Er ist zwar nur Erzberserker, jedoch hat er große Ambitionen, unser Land zu verteidigen. Dieser Wachdienst hier wäre so etwas wie eine heilige Pflicht für ihn. Die meiste Zeit hält sich Erzberserker Brambart irgendwo im Wohnviertel des Forts auf. Ein sehr gewissenhafter Kerl. Du wirst ihn mögen. Wenn du das sagst. Exzellent. Ja, das ist wieder ein Exzellent. Moin. Sieh dich vor. Ja. Der Charakter, wo ist er denn? Da drüben. Da sind dann aber schon die Berserker, glaube ich, ne? Da muss ich ja hin, da war ich ja noch. Das. Die Karte, ey, ne? Das ist auch. Kann man gerne wieder rausholen. Die ist schon. Machen wir das? Gehen wir da mal hin? Komm. Da kenne ich nichts. Jetzt ist. Oh, hier liegt noch was. Schön. Alles durch die Brille, die wir gelootet haben. Nur dadurch sehen wir endlich in Klarsicht. Ah, das ist die scheiß Blutfliege. Komm, wir looten hier einfach nochmal hier ein scheiß Setzerbrot. Ort. Heiltrank. Munition. Geschützturm-Munition. Blutfliege. Zack. Zack. Da drüben. Okay, bleib stehen. Och. So. Und das Schwert ins Gesicht. Wo ist eigentlich mein Schild hin? Hä? Wait a minute. Hier. Ja. So, genau, so will ich das sehen. Wieso hast du falsch schon so früh gelaufen? Bist du gleich doch losgelaufen? Ich bin tatsächlich. Ja, es ist. Das ist halt. Alles Richtung Gothic, etc. Allem drum und dran. Das ist. Ich bin losgelaufen. Falk habe ich wirklich durch blöden fucking Zufall gefunden. Bin da einfach hier stumpf lang. Weiß ich, wo das war? Irgendwo? Und bin einfach auf den, wirklich durch Zufall, ich bin erst geschlichen, weil ich die Monster nicht töten konnte. Und auf einmal stand der Sack da. Geht die Zwischensequenz los. Also, Ich bin direkt hinter dir. Wieso ist jetzt schon wieder mein Schild weg? Schon wieder ist mein Schild weg. So. Ja, kann ich nur deswegen sagen. Dexi, danke dir auf den Raid. Ja, seid ihr wieder live im Let's Play mit drin. Seid doch, ist live. Achso, ich wollte hier lang. Ich glaube, da hinten sind noch denn die Berserker, ne? Müssen langsam sein. So viel Grün. Ich habe ja Falk schon mit dabei jetzt. Müsste ja eigentlich möglich sein, würde ich frecherweise behaupten. Aber ich habe ja nur Ahnung. Ich weiß ja nicht, was hier auf mich zukommt.
Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Nimm Lock. Alles gut, alles gut, alles gut. Danke dir. Danke dir für den Ride. Ride! Ja, die machen gleich doch den Schakal, pass auf. So. Zack. Zack. Oh, schon wieder ein toter Berserker. Aber was ist denn los? Kopf über? Die haben ja gesoffen. Besen. Toter Berserker. Komm, ach, halt die Fresse. Wieso? Na, ah, nicht du. Na, wieso greift der schon wieder so stark an? Also irgendwie ist das mit der Steuerung zwischendurch noch nicht so... Oh. Hier habe ich falsch gefunden, das war ja woanders. Das hier. Aber das ist halt das Geile einfach an alles, was in die Gothic Piranha-Bytes heißt. Wie viele Menschen hier früher wohl lebten? Eine gute Frage. Einige etliche. Mal gucken. Es lädt halt so zum Erkunden ein. Oh, gut. Hat auch. Ah! Feuerspuck erhalten. Oh, das ist wieder unten, ne? Scheiße. Inventar. Feuerspucker. Wurde einzeln im Tanklager benutzt. Wer ihn benutzt, weiß man. Wer ihn benutzt hat, weiß man nicht, warum. Ich hab also einen Flammenwerfer. Geilo Mato. Was ist das hier? Belegte Streitaxt. Keine Ahnung, das ist ein bisschen geil. Großer Elixierbeutel. Bremsraketen. Wo ist denn. Alter, wie für ein Teufel? Schon jedes Mal irgendwie die Muffe hier. Symbol von Kala. Hier ist nichts mehr drin. Wir gehen weiter. In der Zeit spulen wir ein bisschen vor für uns. Denn. Alter, was sind. Das sind Viecher hier. Was ist denn da hin? Was ist da oben? Die Windräder drehen sich ja nicht. Also schon wieder alle hier. Alle död. Oh, ist ein Freund oder Feind? Da drüben. Oh, lol. Berg. Ach du Sch... Das ist auf 10 Kilometer Entfernung. Ach, hier ist noch einer. Das ist gerade. Ja, mach doch auch mal. Sehr schön. Ja, der macht Schaden. Ins Gesicht, die Fresse, du Ratte, du! Stimmt ja sogar in dem Fall. Oh, Scheiße. Oh, hat das auch mal irgendwann ein Ende? Oh, sammeln wir die Blume auf. Oh, ein totes Monster, das tötet mich. Hm, eine Blume. Wieder ein Raptor da unten, ne? Huch. Räuber. Diebe. Oh. Alk. Ich greife an. Ich greife an. Jetzt in die Fresse. Ja, und der macht Schaden. Ich trinke mal einen. Ich hab Durst. Bam. Bam. Könntest du was tun? Alk. Das ist jetzt nicht so, wie ich, Ich sah jetzt mal unter uns. Ich weiß nicht, wo er gespeichert hat, aber... Ah! Kurz vor dem Tod. Halt, steh auf! Hier wird nicht geschlafen. Da drüben. Ja, da... Ach, nee, da drüben. Gay. Alter Schlumpf. Komm her. Hast du Schiss oder was? Nicht jetzt. Nein, da. Alter, was ist das? Diese Steuerung. Könntest du was tun? Dankeschön.
Kalk? Ja, sehr schön. Mhm. Keine Sorge. Wir haben ja einen sehr ironisch guten Startpunkt. Falk. Hier aufwecken. Ich muss außerhalb des Kampfes sein, ne? Steht ja auf, weil er denkt, oh, ist alles geil. So jetzt, siehst du? Genau, wir müssen aus dem Kampf sein. Nehme ich mit hier, der ist im Weg. Ein Kampf! Ein Kampf! Ein Idiot! Liegen irritiert ihn. Die KI ist aber komplett. Brennerweise, ja, Brennerweise ist halt. Könntest du auch mal, könnte. Oh. Nimm mal einen Schluck. Auf Ex, da sehe ich uns. So, Falk, wie wär's, wenn du jetzt. Ein Kampf! Ein Kampf! Gib ihm doch mal volles Front. Okay, alles klar, ich hab die Schnauze jetzt voll. Ich hab die Schnauze jetzt gestrichen voll. Ja. Den Schwanz? Sagt es ihm. Ah, wenn man. Oh, den hat's aber weggefickt. Danke, Falk. Ein Kampf. So, dann wollen wir unauffällig weiter. Er stand ja auch im Weg. Über 22 Minuten. Ich glaube, bevor ich jetzt hier weiter renne und. Wir beginnen hier mehrere neue Quests. Rein irgendwie da oben. Das ist noch die Berserker bestimmt, ne? I don't know. Gucken wir uns das einfach mal an. In der nächsten Folge.